Heute gibt es nach Ewigkeiten mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Das hatten sich ganz, ganz viele von euch gewünscht, nachdem Lena und ich in unseren Jahresfavoriten erzählt hatten, dass wir einiges aufgebraucht haben, dass wir momentan so ein bisschen dabei sind, unseren Vorrat aufzubrauchen, bevor wir irgendwas Neues kaufen. Bei mir ist es momentan mehr denn je der Fall, weil ich ja im April für 6 Monate verreise und auf jeden Fall vorher so meine ganzen Duschgel, Shampoo, Vorräte leer bekommen möchte. Es muss alles weg, es muss alles raus und deswegen habe ich hier eine Kiste mit aufgebrauchten Produkten. Sieht sich voll nach Oldschool YouTube an. Numero uno. Ein Duschgel von Nivea. Das ist die Pflegedusche Shea Butter. Lena und ich waren letzten Sommer auf einem Nivea-Event und durften da ein paar Produkte mit nach Hause nehmen. Also wir haben so ein kleines Goodie-Bag gekriegt und da war das unter anderem drin. Das habe ich mir auch schon so oder in anderen Duftrichtungen selbst gekauft. Ich mag das richtig gerne, weil das so clean riecht, so richtig sauber und rein. Ich mag auch Duschprodukte, die ein bisschen außergewöhnlich riechen, aber ich habe auch immer gerne was in der Dusche, was so ganz sauber riecht. Da gehören die Duschsachen von Nivea auf jeden Fall dazu. Ich mag einfach den Nivea-Duft total. Dann ein Duschgel von Frühmessner. Vegane Kräuterdusche, Zitronenmelisse, Ingwer. Die hatte ich in einer dieser Monatsboxen. Der Geruch hat mich direkt angesprochen. Wilder Zitronengarten steht da drauf. Auch eine richtig schöne Verpackung. Ich weiß gar nicht, wo man das bekommen kann, muss ich mal nachschauen und euch dann in der Infobox verlinken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das bei DM gibt oder ob man das online bestellen muss. Es riecht auf jeden Fall gut. Aber es riecht jetzt auch nicht so außergewöhnlich gut, wie es sich anhört. Also Zitronenmelisse, weiß ich nicht genau. Es riecht auf jeden Fall ein bisschen zitronig. Ingwer kann ich jetzt auch nicht rausriechen. Es riecht auf jeden Fall gut. Aber ich hatte schon andere Zitrus, Zitronen, wie auch immer, Düfte, Sachen in die Richtung, die noch ein bisschen besser gerochen haben. Dann habe ich hier ein Deo von Nivea, das Invisible Black and White Deo, so ein Deo-Roller. Der ist nicht ganz leer, wie ihr vielleicht sehen könnt. Da ist noch ein bisschen was drin, aber es kommt einfach nichts mehr raus. Und ehrlich gesagt war das von Anfang an so, dass nur ganz, ganz wenig rauskam. Ich weiß nicht, ob ich da ein Montagsprodukt erwischt habe oder ob das einfach irgendwie so eingetrocknet ist. Aber irgendwie lässt sich die Kugel hier richtig schwer drehen. Und dementsprechend war das ultra schwer zu benutzen. Also ich musste das immer so mit voller Kraft auftragen und das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. An sich riecht es ganz gut. Ich muss aber sagen, dass ich lieber so Creme-Deos in Stickform mag. Hat das aber mal geschenkt bekommen, ich glaube von meiner Oma vor Ewigkeiten. Und wollte es dann auch immer aufbrauchen. Habe es dann immer so ein bisschen benutzt, wenn mein normales Deo gerade leer war. Aber ehrlich gesagt habe ich jedes Mal echt damit gekämpft. Also ich konnte das kaum auftragen. Ich würde es nicht nachkaufen. Und das ist so eine Mischung aus, es hat nicht richtig funktioniert und der Schutz ist mir nicht hoch genug, stark genug. Was ich immer nachkaufe, ich glaube, das wisst ihr inzwischen auch, ist eins von diesen Stick-Deos. Entweder von Dove, das Maximum Protection, oder das von Rexona, das Grüne. Die finde ich einfach mega gut. Das ist das Einzige, was bei mir so richtig funktioniert. Lasst uns offen darüber reden. Ich neige sehr zum Schwitzen. Ich neige sehr zu Schweiß unter den Achseln. Sexy. Ich hasse nichts mehr als mich selbst zu riechen, also meinen eigenen Schweiß zu riechen. Ich meine, wer findet das geil? Das findet vermutlich keiner so richtig geil. Und das ist das Einzige, was bei mir gut hilft, zuverlässig hilft, womit ich mich wohlfühle, wo ich weiß, egal wie viel ich schwitzen werde, ich rieche nicht unangenehm. Das kaufe ich jetzt seit Jahren jetzt schon nach. Dann einmal das Batiste Trockenshampoo. Inzwischen ist die Duftrichtung Blush Floral and Flirty. That's me. Mein Liebstes auf jeden Fall, also das kaufe ich ständig nach. Ansonsten nehme ich auch ab und zu mal noch andere Duftrichtungen von Batiste, aber ich nehme eigentlich immer eins von der Marke. Was ich aber auch immer noch richtig gerne nachkaufe, ist von Aussie das Miracle Dry Shampoo in der Volume-Variante. Ich verwende das nicht als Trockenshampoo, also nicht um Fett in den Haaren gegenzuwirken, sondern tatsächlich als Volumenspray und dafür finde ich das mega gut. Das ist eins der wenigen Aussie-Produkte, kommt nichts mehr raus, bei dem ich finde, dass es mega gut riecht. Das ist aber auch so einer dieser Gerüche, der mich an eine bestimmte Zeit erinnert und an die denke ich einfach gerne zurück. Das ist jetzt das für feines, schlaffes Haar. Wie gesagt, für mich hat das wenig mit einem Trockenshampoo zu tun. Also ich finde, das verklebt fast ein bisschen, aber spendet dadurch halt extrem viel Volumen. Ich nehme meine Haare dann immer hier so ein bisschen hoch und sprühe das so ein bisschen unten rein und dann knete ich die so ein bisschen hoch. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ich habe jetzt hier eine Probegröße, aber das kaufe ich auch immer noch zusätzlich als Haarprodukt nach. Lena hat ja letztens ein Video abgedreht zu ihrer aktuellen Haarpflegeroutine und ganz viele haben da geschrieben, ich sollte was auch mal drehen. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob das interessant ist, weil ehrlich gesagt mache ich nichts großartig mit meinen Haaren. Ich benutze immer die Produkte, die ich so da habe. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als könnte ich euch da irgendwas Sinnvolles erzählen. Aber wenn euch das trotzdem interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht
filme ich dann auch so eine Art Haar-Q&A oder so eine Art aktuelle Haarpflegeroutine. Danach hatten auf jeden Fall ganz viele von euch gefragt. Dann noch ein Duschgel. Sieht richtig, richtig eklig aus. Das ist von L'Occitane, das Shower Oil in der Duftrichtung Mandel. Warum machen alle meine Duschprodukte so komische Geräusche? Das hatte ich euch auch mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Und das spricht ja dafür, dass ich es richtig gerne mache. Es ist ein öliges Duschgel und es wird auch nicht schaumig oder so, sondern eher wie so eine Emulsion. Ich weiß nicht, ob das die richtige Beschreibung ist. Ich habe das zusätzlich zu dem normalen Duschgel auf Armen und Beinen vor allen Dingen verwendet, um die ein bisschen zusätzlich zu pflegen. Ich bin nicht der größte Fan von Bodylotion und nehme dann lieber so ein reichhaltigeres Duschprodukt. Ich habe damit auch gerne meine Beine rasiert, dafür finde ich es auch super. Allerdings ist mir gegen Ende ein bisschen Wasser in das Produkt reingekommen und dann hat sich das so ganz komisch vermischt. Das sind so ganz milchig, undurchsichtig geworden. Muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man es mal zumacht, damit es auch ölig bleibt. Ist allerdings ganz schön teuer, ist auf jeden Fall ein Luxusprodukt. Kaufe ich vermutlich nach, aber nicht vor der Reise. Und ein letztes Produkt, das ich unter der Dusche verwendet habe, ist von The Body Shop aus der Fuji Green Tea Reihe ein Body Scrub. Das habe ich vor Ewigkeiten mal zugeschickt bekommen, zusammen mit der ganzen Linie. Mochte ich richtig gerne, ist ein angenehmer Duft, also so ein bisschen herber, kräutermäßiger, aber trotzdem süß dabei. Ich benutze allerdings nicht super häufig Body Scrubs, das ist genauso wie Body Lotion bei mir. Sowas verwende ich nur ganz, ganz selten, wenn ich wirklich gerade Lust drauf habe. Deshalb hatte ich das jetzt auch so Ewigkeiten unter der Dusche stehen. Es war ein gutes Peeling, der Duft ist ganz angenehm, aber würde ich nicht nachkaufen. Ich würde mir generell, glaube ich, nie ein Peeling kaufen. Ich benutze die immer nur, wenn ich eins zugeschickt bekomme oder mir jemand eins schenkt oder so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Produkt. Ein Badezusatz von Kneipp. Abwehrkraft, Lemongrass, Acai, Zitrone. Mega geil. Es riecht mega gut. Ich habe das super gerne benutzt beim Baden. Ich bade nicht besonders oft, aber wenn ich bade, dann freue ich mich eigentlich am meisten auf die Badezusätze. Ich liebe das einfach, wenn ein Bad gut riecht. Ich benutze immer irgendein Schaumbad, also um möglichst viel Schaum in der Badewanne zu haben. Und dann zusätzlich noch so ein Badeöl oder sowas, was halt besonders gut riecht. Das mochte ich super gerne, kaufe ich auf jeden Fall nach. Alle Kneipp-Badezusätze, die ich bisher ausprobiert habe, fand ich mega gut. Und das auf jeden Fall auch. Dann der Deep Cleansing Exfoliator von Caudalie. Das ist ein Hautpeeling, das ich quasi komplett leer gemacht habe. Es ist noch ein bisschen was drin, aber es ist ehrlich gesagt schon so alt, dass es jetzt endlich mal weg muss. Es hat sich nämlich auch von der Konsistenz und vom Geruch nicht zum Positiven verändert. Ich mochte das gerne, ich mochte die ganze Reihe gerne. Ich glaube, die haben das inzwischen ein bisschen verändert, muss ich mal nachgucken. Ich habe jahrelang, wenn ich ein Hautpeeling benutzt habe, eigentlich nur das hier benutzt. Und zwar immer dann, wenn ich eine Maske gemacht habe davor. Also ich habe meine Haut gepeelt und dann eine Maske aufgetragen. So ein bisschen das Motto des Videos. Auch meine Haut peele ich eher selten. Wenn, dann habe ich das ganz gerne verwendet. Ich glaube, ich würde es aber ehrlich gesagt auch nicht nachkaufen. Dann habe ich einmal von Kiehl's das Creamy Eye Treatment mit Avocado aufgebraucht. Das habt ihr bei mir auch schon tausendmal gesehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, noch das, das ich in Sevilla gekauft habe. Also vor ein paar Jahren. Und es hat mir ewig gehalten. Es ist auch nicht gekippt. Zumindest hat es nicht anders gerochen. Es hat sich nicht anders angefühlt. Ich habe das Ewigkeiten verwendet, einfach weil es super reichhaltig ist. Also ich musste da echt nur so ganz leicht reindippen. Und es hat mir dann für beide Augen gereicht. Eine sehr reichhaltige Augenpflege. Aber ich konnte die auch gut unter Make-up auftragen. Und ich habe auch schon eine neue davon. Also das ist einer meiner All-Time-Favorites. Dann von Clinique das Moisture Surge Gel Creme. Feuchtigkeitsspendendes Creme-Gel für durstige Haut. That's it. Beschreibt es eigentlich ganz gut, weil es ist eine Tagespflege, also eine Creme. Aber es hat so eine sehr gelartige Konsistenz. Ich neige zu trockener Haut und das war für meine Haut auf jeden Fall ausreichend. Ich habe das auch den ganzen Herbst und Anfang Dezember noch benutzt. Hatte nicht die Probleme damit, dass meine Haut zu trocken war oder irgendwie trocken aussah. Also es war wirklich ausreichend für meine Haut. Ist aber gleichzeitig eine leichte Tagespflege. Also konnte man super gut unter Make-up auftragen. Ist mega schnell eingezogen. Einfach genau das Richtige für meinen Hauttyp. Ich habe dann abends zusätzlich noch eine reichhaltigere Nachtcreme aufgetragen. Oder ab und zu noch ein Gesichtsöl. Aber an sich war das genau das Richtige und würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann ein Parfum, das ist von Zoella, ich glaube aus der allerersten Kollektion oder Reihe, die sie rausgebracht hat. Das ist nach wie vor mein allerliebster Duft oder die allerliebste Duftreihe von ihr. Ich finde, es riecht super sauber, sehr frisch, ein bisschen zitronig, vielleicht auch ein bisschen blumig, aber nicht zu verspielt, nicht zu süß. Vom Typ her geht es fast ein bisschen in die Richtung von Chanel Chance Eau Tendre, finde ich. Also es ist ein genauso leichter, frischer Duft. Ich habe davon sogar schon Backup. Es ist vor allen Dingen halt auch einfach ein günstiger Duft. Dann der MAC Studio Finish Concealer, der geht so gefühlt einmal
alle 2 Jahre leer. Der hält echt Ewigkeiten. Das ist so ein Kosmetikprodukt, das ich immer in meiner Sammlung habe. Das gehört irgendwie einfach zu meiner Routine dazu. Ich benutze den nicht jeden Tag, aber sehr häufig, einfach um mein Make-up aufzufrischen, auf Unreinheiten, so auf Kinnnase und Stirn, wenn ich mich kurz frisch machen will. Also das ist so ein Produkt, das einfach aus meiner Sammlung nicht wegzudenken ist. Natürlich auch schon nachgekauft. Ich bin übrigens NW20 bei MAC. Dann ein Blush, und zwar Lenas Lieblingsblush. Das ist von Max Factor, das Compact Blush in der Farbe 10 Nude Mauve. Ich habe mir das vor Ewigkeiten gekauft und dann aussortiert, weil ich es gar nicht so gut fand. Und dann hat Lena auch vor Ewigkeiten erwähnt, dass das eigentlich ihr liebstes Blush ist und dass, wenn sie Blush trägt, dann dieses hier. Daraufhin habe ich es wieder rausgekramt. Es ist ein sehr dezenter Ton. Ich würde sagen, es ist so ein Altrosa, aber sehr bräunlich, sehr gedeckt. Passt zu fast allem. Ich glaube, das ist das, warum Lena es auch so gerne mag. Es ist ein sehr unkomplizierter Farbton. Die Compact Blushes sind an sich auch richtig gut. Lassen sie super auftragen und verblenden, werden nicht fleckig. Und das ist einfach eine schöne, unkomplizierte Farbe. Ich habe noch mehr Lena-Produkte. Einmal NARS Laguna. Der sieht auch so furchtbar aus. So abgekrabbelt. Aber das sind einfach diese NARS-Verpackungen. Material ist einfach sehr anfällig dafür, dreckig zu werden. Und innen sieht er noch schlimmer aus. Irgendwie geht er einfach sehr schnell kaputt. Also ich kenne mehrere, denen der auseinandergebrochen ist, bei denen der so aussah am Ende. Ist ein super schöner Bronzer, aber ehrlich gesagt finde ich den von Alterra genauso schön. Und der kostet einen Bruchteil. Also weiß ich nicht genau, ob ich mir den nachkaufen würde. An sich mochte ich ihn super gerne. Aber es gibt auch einfach günstigere Alternativen, mit denen ich auch gut klarkomme. Dann der Rimmel Lasting Finish Primer. Den hat Lena mir empfohlen. Ich glaube, den hat sie online bestellt damals und hat mir dann einen mitbestellt. So ein sehr geliger, fester Primer irgendwie. Der hat eher was von so einer sehr reichhaltigen, festen Creme. Bin mit dem irgendwie nicht warm geworden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es war für mich einfach nicht die richtige Konsistenz. Also ich mag lieber wirklich so Primer, die so ein bisschen samtig, weich sind. Silikonbomben quasi, aber ich verwende so selten Primer. Vielleicht so 1-2 Mal im Monat, nur wenn ich mich für besondere Anlässe schminke oder für Shootings, irgendwie so. Und wenn ich dann aber einen Primer verwende, mag ich lieber sowas, was das Gesicht wirklich extrem ausgleicht. Und das hatte ich bei dem jetzt nicht das Gefühl, also dass er irgendwie meinen Teint so ein bisschen ebnet, sondern es war eher so ein bisschen gelig, wie so ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschritt, und das kam mir einfach nicht notwendig vor. Und dann als letztes von Catrice die HD Liquid Foundation, heißt die, glaube ich. Der Schriftzug ist bei mir schon ziemlich abgegangen. Die mochte ich super gerne, wie fast alle Foundations, die ich bisher von Catrice ausprobiert habe. Ich habe aber auch einfach festgestellt, dass ich extrem unkompliziert bin, was Foundations angeht. Also solange die jetzt nicht super matt und zu kleisternd sind, komme ich eigentlich mit sehr vielen Foundations klar. Und die war für den Alltag von der Deckkraft her angemessen. Also ich würde sagen, mittel konnte man aber gut schichten. Die Farbe hat mir gut gepasst. Das ist die Nummer 010 Light Beige. Ich glaube, ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil ich zum Beispiel die All Matte von Catrice noch ein bisschen lieber mag. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Foundation. Ich finde, man kann bei Catrice Foundations echt nicht viel falsch machen. Oder ich zumindest nicht. Das war's. Ich habe das Gefühl, ich habe eventuell ein bisschen schnell geredet. Bin so ein bisschen durchgerast. Aber ich glaube, das liegt daran, dass Lena nicht bei mir ist. Das sind auf jeden Fall die Produkte, die sich so in letzter Zeit bei mir angesammelt haben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch eine Version sehen wollt, bevor ich auf Reisen gehe. Also ich habe jetzt noch 2 Monate Zeit und da wird sich bestimmt noch ein bisschen was ansammeln. Dann drehe ich sehr gerne noch eins ab. Und dann war es jetzt erstmal für dieses Aufgebraucht-Video. Und wir sehen uns am Montag im Vlog. Warum ist das so schwierig, so schwierig, so schwierig, so ausgesprochen schwierig, so schwierig? War es noch nie? Stimmt nicht, das ist jedes Mal so schwierig. Es war schon öfter schwierig. Mein BH sitzt nicht. Upsi, ich mache ja nebenher eine Timelapse. So, ich drehe das jetzt einfach. Ich hoffe einfach, Ton und Licht und alles stimmt irgendwie und macht irgendwie Sinn. Und macht irgendwie Sinn. Doch so ausgesprochen schwierig wie heute war es noch nie. Stimmt auch nicht. Jetzt reiße ich mich einfach zusammen und dann geht das ganz schnell. Ich kann dann meine Wohnung putzen, denn die ist wirklich so dreckig wie noch nie. Oder lieber so. Boah, nee, jetzt macht der Mail im Hintergrund. Ich stehe es nicht nochmal auf. Jetzt einfach die ganze Zeit so, als wäre Lena neben mir. Mach so Witze. Das ist irgendwie ganz schön traurig. Lena klatscht. Lena klatscht normalerweise. Das war schon öfter wie. Ah. Was ist das für Geräusche? Das ist das Duschgel, I swear. Test. Lieber Test. Und zugleistern. Das habe ich auch schon mal in einem Manchmal verstehe ich mich selbst nicht so richtig.